So, nachdem wir jetzt halt den Körper aufgefüllt haben, häkeln wir weiter. Und jetzt fangen wir mit dem Kopf an. So, ich nehme hier die obere Schlaufe raus und ersetze das quasi mit Weiß. Da. So, abschneiden oder nicht? Ne, ich lasse es dran. Ich lasse es dran. Das werde ich einfach gleich wieder dran zu fädeln und fertig. So. Okay. So, und wir fangen jetzt ganz normal jetzt halt, ne? Also wir machen jetzt keinen hier Farbübergang oder sowas, sondern ganz normal an zu häkeln. Und wir tun jetzt 12-mal verdoppeln. Also wirklich in jede Masche 2 feste Maschen reinhäkeln, ja? So, dann die gesamte Reihe. Also 12-mal verdoppeln. So, nachdem wir jetzt 12-mal verdoppelt haben, setzen wir die Markierung eine Reihe weiter. Und die nächste Reihe beginnen wir mit 3 festen Maschen. 1, 2, 3. Und dann einmal verdoppeln. So, und das wird jetzt 6-mal wiederholt. So, wir haben jetzt die Reihe zu Ende mit 3 festen Maschen. Einmal verdoppeln, 6-mal hintereinander. Markierung setzen wir jetzt halt wieder. Eine Reihe weiter. Und wir sind jetzt bei 30 Maschen und wir häkeln jetzt 2 weitere Reihen, je 30 feste Maschen. Und denkt bitte an die Markierung, also 2 Reihen hoch. So, meine 2 weitere Reihen, je 30 feste Maschen sind zu Ende, Markierung wieder eine Reihe weiter. So, und die nächste Reihe beginnen wir mit 15 festen Maschen, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Die 15. häkeln wir nicht zu Ende. So, und wir wechseln jetzt auf den dunklen Farbton. So, und nun häkeln wir 14 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und 14. So, die 14. häkeln wir jetzt nicht zu Ende. Wir wechseln auf Weiß. Achtet wieder darauf, also wenn ihr halt so wechselt, dass hier eine vernünftige Spannung entsteht. Also nicht so locker, nicht so fest, sonst lockern sich halt die Übergänge. Falls ihr das nicht regulieren könnt, schneidet den Faden ab und fädelt das neu an und verbindet diese Übergangsstücke, also hier ne, Endstücke dann halt zusammen. Okay? So, und dann häkeln wir jetzt noch eine feste Masche mit Weiß. So, Markierung wieder eine Reihe weiter. So, nächste Reihe beginnen wir mit 16 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, und die 16. häkeln wir hier an der Innenschlaufe der Masche, also nicht durch die gesamte Masche, sondern hier an der Innenschlaufe 16. Und die häkeln wir nicht zu Ende. So, einmal auf den dunklen Faden wieder wechseln. Wie gesagt, könnt ihr auch abschneiden und verbinden. So. Wir häkeln jetzt 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5. Die 5. nicht zu Ende, wechseln auf Weiß.
Dann zwei feste Maschen. Eins, zwei. Die zweite nicht zu Ende häkeln. Wechseln auf den dunklen Farbton. Und nochmal fünf feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Die fünfte nicht zu Ende auf weiß wechseln. Und hier an der Innenschlaufe häkeln. So. Und dann eine feste Masche. So, so sieht es halt aus. Okay. So, und weiter geht's. Ja. Nee, nicht abhauen, bitte. So. Markierung. Wieder eine Reihe weiter. Die nächste Reihe beginnen wir mit 17 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und die 17. an der Innenschlaufe der Masche. Und dann wechseln wir wieder auf den dunklen Farbton. So, nun häkeln wir drei feste Maschen. Eins, zwei und drei. Die dritte nicht zu Ende, auf weiß wechseln. Dann so an der Innenseite der Masche hier mit weiß. Ja. So, eins, zwei, drei. So, und die vierte hier komplett durchhäkeln. So, vier. Und dann wieder auf hier Flieder wechseln. So sieht es aus. Und dann drei feste Maschen. Eins, zwei und drei. Und dann auf hier weiß wechseln. Und an der Innenseite der Masche beginnen. Dann eins, zwei, drei. So schaut es aus, das Ganze. Das dunkle Garn schneiden wir ab, brauchen wir nicht mehr. So, von innen mit so einer Kettmasche hier fixieren, auf jeden Fall sicher. Okay. So, und jetzt häkeln wir halt eine Reihe hier mit 30 festen Maschen. Die häkle ich mit euch mit, damit ihr die Übergänge hier bei den Augen richtig mit häkelt, ja? Oder bei den Flächen für die Augen, weil die Augen haben wir noch gar nicht drin. So. Damit die Übergänge auch hübsch genug sind, sag ich mal, ne? Damit alles schön passend ist. So, hier bei dieser ersten halt an der Innenseite der Masche, danach halt durch die gesamte Masche und hier auch an der Innenseite der Masche. So, ja. Und danach häkeln wir halt hier durch die gesamten Maschen durch. So, und diese hier, wieder die erste, die häkeln wir komplett durch. Und die hier auch komplett. Ganz normal, ja. Und diese hier an der Innenseite der Masche. Und dann bis zum Schluss. Ich habe hier Markierung vergessen, Höhe zu setzen. Nicht schlimm, da kann ich ja noch nachkorrigieren. So. Und so schaut das Ganze halt aus. So,
Ich habe jetzt die Äuglein schon reingesetzt und die werden halt reingesetzt, wenn man halt von diesem weißen Rand ausgeht, halt 1, 2, warte mal. Genau. 1, 2 Reihen, genau, 2 Reihen runterzählt, ja. Und zwischen diese zweite und dritte Reihe halt hier die Äuglein reinsetzt. Das ist so gesehen, damit ihr euch halt vielleicht so selber orientieren könnt, das ist in der Mitte von diesem Fliederfleck. Ja? So sieht es aus bei den beiden Seiten. Also die Augen sind hier bei mir 12 mm. Ihr könnt auch kleinere 10 mm nehmen, aber diese hier bei mir sind halt so 12 mm, so wie es was flachere. So schaut es halt aus. Ich habe so ein bisschen, ja, so ähnlich Fliederfarben, der halt, die sind so Fliederpink, so ein bisschen halt, die ich hier habe. Passen ganz gut zu meinem Bärchen hier. Und ich habe die Stifte hier ein bisschen angeschmolzen, weil die bei diesen Äuglein halt nicht lang genug waren, weil ich konnte nur einmal Klick machen und die war, gab es das drauf. Aber hätte ich noch stärker reingezogen, dann wären die Augen viel zu tief drin. Und deswegen habe ich diese Endstücke halt jetzt angeschmolzen und ja, mit Feuerzeug anschmelzen und dann halt einmal platt drücken. Und dann ist auf jeden Fall gesichert, dass die halt nicht mehr rauskommen, wenn ihr das sich halt was löst. Das ist, man muss immer, wenn man solche Sachen in die Kinderhände gehen, besonders bei Kleinkindern, sollte man wirklich darauf achten, dass alles ordentlich fixiert ist. Ne? Das ist das A und O. Natürlich auch vernünftige Materialien verarbeiten. Ne? Ich fülle das auch immer nur mit hier, Füllung, ne? Also keine hier Wollreste oder desgleichen. Ne? So, weil dann bleiben die Kuscheltiere auch ja, in Form, sag ich mal. Ne? Wenn man vernünftige Füllung nimmt, dann verformt sich das Ganze auch nicht mehr nach dem Waschen. Weil es kann sein, dass wenn ihr halt Wollreste verwendet und das halt gewaschen wird und dass sich das dann zusammenklumpt und dann ist die Form von so einem Kuscheltier auch weg. Geht ganz schnell. So, nachdem wir die Augen reingesetzt haben, sind ja immer noch bei 30 Maschen. Ihr häkelt bitte jetzt noch eine weitere Reihe mit 30 festen Maschen. Ja? Also selbstständig bitte noch eine weitere Reihe. So, meine weitere Reihe mit 30 festen Maschen ist zu Ende. So, Markierung wieder. Ne? Nach oben. Die nächste Reihe beginnen wir mit 3 festen Maschen. 1, 2 und 3. Und dann eine Abnahme. Und das wiederholen wir wieder 6-mal. So, meine Reihe mit 3 festen Maschen, eine Abnahme, 6-mal hintereinander ist zu Ende gehäkelt. Füllt bitte den Kopf auf. Ja, fangt damit bitte schon jetzt an. So, wir sind jetzt bei 24 Maschen. Markierung wieder eine Reihe weiter. Und die nächste Reihe beginnen wir mit 2 festen Maschen. 1 und 2. Und dann eine Abnahme. Und das wird wieder 6-mal wiederholt. So, meine Reihe mit 2 festen Maschen, eine Abnahme, 6-mal hintereinander ist zu Ende gehäkelt und bitte wirklich peu à peu den Kopf auffüllen. Erstmal so die Konturen, dass es halt diese runde Form annimmt, ne, dass ihr halt hier auch etwas flacher ausarbeitet, nicht so in die Länge ziehen, damit der Kopf auch so rundlich bleibt. Ja? Okay. So, wir sind jetzt bei 18 Maschen, die Markierung wieder eine Reihe weiter. Die nächste Reihe beginnen wir mit einer festen Masche und einer Abnahme. So, und das wird wieder 6-mal wiederholt. So, meine Reihe mit einer festen Masche, einer Abnahme, 6-mal hintereinander ist zu Ende. Wir sind jetzt bei 12 Maschen. Ich habe den Kopf auch schon gut aufgefüllt, wie ihr seht. Ne? Das halt schon gute Form hat. So, letzte Reihe. In der letzten Reihe häkeln wir einfach nur noch 6 Abnahmen. Und dann habt ihr den Kopf schon fertig. Also selbstständig bitte 6 Abnahmen häkeln. So, nachdem ihr die 6 Abnahmen zu Ende gehäkelt habt, Markierung kann natürlich schon raus, die brauchen wir nicht mehr. Häkelt hier zum Schluss nur noch eine Kettmasche und schneidet das Garn ab. Aber natürlich etwas Länge lassen, weil wir noch Restlänge brauchen, um die Öffnung hier zu vernähen. Ja? So, um den Kopf zu vernähen, braucht ihr halt eine Wollnadel. So. Um es leichter aufzufädeln, nehmt halt hier ein bisschen Plüschi ab. Ja, und dann ist es viel einfacher, das Ganze die ganze Geschichte ist dann halt viel leichter. So. Und dann machen wir so Masche für Masche. Durchziehen.
recht einfach und recht schnell. Also zusammenziehen, ein bisschen zur Seite rausführen, dranziehen, aber bitte nicht hier irgendwie reinziehen, dass halt sich hier verzieht. Ne? Das ist halt auch wichtig, immer darauf zu achten. So, hier machen wir jetzt ein kleines Knötchen. Komm her. So, und dann führe ich das Ganze hier so ein bisschen durch die Füllung raus. So. Und dieses Endstückchen bleibt hier so, wie es ist, weil wenn wir die Ohren dran genäht haben, dann können wir das mit den Endstücken, also Endgarn halt von den Ohren mit verbinden und in den Kopf verstecken. Und dann kommt auch nichts raus. Okay. So, bevor wir weiter hier die Sachen dran nähen, also sprich also Ohren und so weiter, häkeln wir noch die Schnute. Die haben wir auch noch nicht. So, einmal weiß. Dann ein Knötchen, zwei Luftmaschen nach oben. In die zweite Masche von der Häkelnadel entfernt. Komm her. So, häkeln wir jetzt 6 feste Maschen rein. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Markierung setzen. Nun tun wir 6-mal verdoppeln, also in jede Masche 2 feste Maschen reinhäkeln. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, wir sind jetzt bei 12 Maschen. Markierung eine Reihe weiter. Als nächstes häkeln wir 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5. Dann einmal verdoppeln. Nochmal 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5. Und nochmal verdoppeln. Wir sind jetzt bei 14 Maschen. Und wir häkeln jetzt eine Reihe 14 feste Maschen. So, Markierung kann raus. Und zum Schluss häkeln wir eine Kettmasche und schneiden es ab. Zack. So, die beiden Fäden hier, Anfangs- und Endfaden, können wir miteinander verbinden. Weil dran nähen werden wir es mit Nähgarn. Kann jetzt halt, ne, so ein Kunststoffnäschen reinsetzen, also, oder ihr könnt es auch besticken, so wie ihr wollt, und also so arbeiten, also so Sachen arbeiten, was ihr halt so zur Verfügung habt. Ne? Man hat ja nicht immer alles da. So, ich habe hier so ein Samtnäschen rausgesucht, das hat so einen Durchmesser hier von 15 mm. Könnt ihr halt nehmen, was ihr wollt, was ihr möchtet. Es gibt ja so halt auch Näschen, die halt so wie Bärennäschen aussehen. Kann man auch für gut verwenden. Ja, und reingesetzt habe ich das, wie ihr seht, hier so die Reihe davor. Ja, also ihr zählt so gesehen so 2 Reihen runter. Und zwischen diese zweite und dritte Reihe wird es halt reingesetzt. Und achtet bitte darauf, dass diese letzte Reihe mit Verdoppeln, wo wir halt hier 5 feste Maschen einmal verdoppelt gehäkelt haben, dass diese Verdoppeln rechts und links recht gleichmäßig von der Nase sind, ja, weil wir werden die Schnute so etwas, ja, soll man sagen, so etwas ovaler drauf nähen, so, ja, okay, dann wollen wir mal nähen. So, als erstes nehmen wir die Ohren dran,
dann haben wir die schon. So, wieder so ein bisschen Glüschel abnehmen. Ne? Okay. So, die Ohren werde ich halt so dran nehmen, da seht ihr, dass die halt so ein bisschen tiefer sitzen, also nicht zu hoch. So. Ja, also nicht hier drauf irgendwie so, aber so halt so um den Dreh. Okay. Und schaut da drauf, dass die halt, ja, so ungefähr halt hier verlaufen. Könnt ihr also euch orientieren, wenn ihr hier so drei weiße hier Maschen abzählt, 1, 2, 3, ungefähr so in dieser Linie hier fange ich an. Ich so drei Maschen zur Seite, also 1, 2, 3 und dann halt die Reihe davor. So, da beginne ich mit Nähen. Und ich nähe die halt in so einem leichten Halbbogen dran. Ja klar, bleibe ich gleich hängen an dem Arm. So. Und dann so um die Masche bei dem Ohr und dann um die Masche bei dem Kopf. Ihr könnt natürlich auch die Ohren mit Stecknadel erstmal fixieren und dann ausrichten und dann halt nähen. Das geht auch so, wie ihr es halt haben möchtet und was euch auch hilft, ist gleichmäßig dran zu nähen. Ja, das könnt ihr selber entscheiden, wie ihr das macht. Manche könnte so dran gehen, andere halt eben nicht. Und muss jeder für, also so arbeiten, wie es für einen bequemer ist und einfacher. Ja, man muss sich die Arbeit ja auch nicht erschweren. So, das erste Ohr ist dran. Da. Okay, mache hier halt zum Schluss ein Knötchen. So, und führe das Garn halt hier zu dem Endfaden von dem Kopf halt raus. So sieht es halt aus bei mir. Da. Ja, und jetzt halt das zweite Ohr bitte dran nähen. Genau so. So, nachdem ihr die Ohren so dran genäht habt, ne, also ich auch. So, alle Fäden sind, gucken aus der gleichen Öffnung raus. Ne? Also ist ganz, ganz wichtig, dass da kein Maschenversatz zwischen ist. Sonst habt ihr ein Problem. So, die verbinden wir mit ein paar Knötchen hier. Das ist ganz wichtig. So, die überflüssigen Maschen schneiden wir ab und verstecken das nach innen. So sieht das Bärchen bei mir von hinten aus, von der Seite, von vorne. So, und nun fädelt bitte Nähgarn auf. Wir nähen jetzt ein bisschen. So, Faden doppelt, ne, Knötchen am Ende und los geht's. Schnute nehmen. Hier, mittlere Masche suchen. Um die Masche so rum in der Nadel. Und hier zwischen rein. Und so fixieren wir halt das Nähgarn. Ja, so. Und dann nehmen wir das hier so dran. Da. Beginn tun wir halt hier. Da. In der Masche. Und dran ziehen. Dann um die Masche hier rum. Und die nächste Masche und so weiter. So nehmen wir die gesamte Runde dran. Achtet, also vergesst bitte nicht, hier das aufzufüllen. Da muss auch ein bisschen Füllung noch rein. Muss nicht viel, aber so als später einfach, dass es formgebend ist. Ja? Ist wichtig. Und so näht ihr das dran, halt so Masche für Masche, ne? Masche an der Schnute, Masche bei dem Kopf. Ihr könnt das genauso mit Sicherheitsnadeln wieder fixieren, das Ganze, damit es halt nicht
sich verzieht oder halt verrutscht. Ne? Das ist so als Hilfestellung immer gut. Für diejenigen, die halt da sind, also nicht so sicher sind so, und das nicht so gut ausrichten können, sollte man sich immer etwas helfen und die Arbeit halt ja erleichtern, sag ich mal. Ne? So. Und so näht ihr das Ganze halt Masche für Masche dran. Und wie gesagt, und vergiss das nicht aufzufüllen, ist die Füllung da. Hat sich schon versteckt von mir. Und weiter geht's. Die Schnute ja nicht groß ist, das geht recht zügig. Ne? Also ist halt mal das dran zu nehmen, zack, zack und fertig. Und ist schon dran, so gesehen. Natürlich, wenn ihr den halt einfach ja, in einer Farbe häkelt, dann habt ihr einfach einen Bären. Ja, so. Geht auch. Ja, so habt ihr halt ein Panda-Bärchen und wenn das in einer Farbe häkelt, habt ihr einen Bären. So, jetzt zum Schluss hier natürlich ein paar Knötchen. So. Und Seite rausführen, das Garn und abschneiden. Zack. So. Und uns bleibt nur noch das Schwänzchen. Ich hoffe, mir reicht noch das Ganze hier von der Länge, um das dran zu nähen. Überflüssige Geschichte schneide ich hier ab. Das ist ein bisschen viel des Guten. Und die gleiche Geschichte, ne? Hier durchgehen, falsch rum, durch, so, und dann einmal hier fixieren, zack, passende Position suchen, wo ihr das halt haben wollt, und los geht's, einfach Masche für Masche, so wie bei der Schnute auch, dran nähen. Das geht recht einfach und schnell. Ja. Und ihr könnt das natürlich auch mit einer Sicherheitsnadel hier fixieren einmal. Dass es da bleibt, wo ihr es halt haben wollt. Das ist auch, geht ohne weiteres. Dann schon fast dran. Noch ein paar Maschen. Und dann habe ich meinen Panda-Bärchen schon fertig. So, ein paar Knötchen hier. Ist wichtig, damit das Ganze auch da bleibt, wo es ist. So, dann führe ich das Garn hier nach unten raus und schneide das Ganze ab. Und da habe ich meinen Panda-Bärchen fertig. So, ich hoffe, das war alles verständlich genug gewesen und ihr konntet das halt gut nacharbeiten. Und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dann!